Ja, Michael, Rami, ihr seid jetzt fixer Bestandteil der Kampfmannschaft des FC Wacker Innsbruck. Wie ist das? Super geil, oder? Ja, gutes Gefühl. Hm? Mal bei der ersten Mannschaft mit drin ist sicher ein Privileg. Also, dass man da überhaupt mitrennen darf, ist schon mal was super. Also, das ist echt gut, ja. Michael, du bist in der letzten Saison schon im Kader bei ein oder zwei Bundesligaspielen gewesen und auf der Bank gesessen. Wie war das für dich? Ja, brutal lässig. Also, ich war ja da trotzdem mal gegen Linz dabei auswärts und das ist was ganz Besonderes. Also, vor 5000 Zuschauern ist einfach eine andere Atmosphäre und das ist echt ein super Feeling. Ja. Mhm. Rami, bei dir wird das jetzt demnächst der Fall nachher sein, bei Saisonbeginn. Hast du dich schon ein bisschen darauf eingestellt, also ein bisschen mit den Gedanken befasst, dass es jetzt losgeht? Ja, ich freue mich sehr, dass ich in der Mannschaft jetzt bin und ich kämpfe, dass ich im Kader bin. Mhm. Die Ziele sind eigentlich klar, oder? Nämlich? Stammspieler. Stammspieler. Damit bei dir? Stammspieler. Wo sind denn deine großen Stärken? Ja. So, Dribbling. Ja. Der Assist zum Tore schießen. Mhm. Lieblingsposition? Zentrum, Zehner. Zehner. Michael? Ja, wir haben es ja schon gesagt. Assist, Tore und links außen spiele ich am liebsten. Wir sind jetzt gerade beim Training dabei gewesen und haben gesehen, ja, du trittst aus allen Lagen. Kann man brauchen bei uns. Auf jeden Fall, ja. Schauen wir mal, ob es in der Saison auch so funktioniert so gut. Rahmen, bei dir fällt auf, du beherrschst den kurzen Hacken extrem gut. Torabschluss, wunderschönes Tor ins Kreuzweg habe ich gesehen. Weiter so, das wollen wir mehr sehen. Gut, vielen Dank fürs Interview und ich hoffe, eure Träume werden wahr. Alles, danke. Danke.